Eine Hexe kann damit. Willkommen zurück beim Quassel-Simulator mit unserem Arschgesicht. Da hängt's hier hinten an meinem Po und dem Kratos und dem guten Sohnemann. Wir haben in der letzten Folge Baldur getötet. Darauf hat Freya ein bisschen unangenehm reagiert. Und jetzt müsste eigentlich der Weg nach Jütenheim frei sein. Wo muss ich denn hin? Ja. Mein Gott, war das ein Kampf. Was war, als Tyr Odin nach Jütenheim brachte? Ab da lief alles schnell. Frage mich gerade, wo wir jetzt sind. Die Riesen erahnten Odins List und entlarvten seinen wahren Plan, sie auszuspionieren und ihr geheimes Wissen zu rauben. Mit Hilfe von Magie verbannten sie Odin aus ihrer Welt, sodass er nie zurückkehrt. Da oder? Kann. Da, ja. Frustriert ließ Odin seinen Zorn an den Riesen von Midgard aus. Thor entfesselte die Macht Mjölnirs gegen jeden Riesen, den er fand. Keiner konnte dem Blutrausch, der nun folgte, standhalten. So, links oder rechts? Und schließlich zogen sie sich offenbar mit Tyrs Hilfe zurück. Rechts. Der Turm verschwand. Keine Riesen wurden je wieder in Midgard gesehen. Und weder Mensch noch Gott hat Jittenheim gesagt. Ach, hier sind wir. See der Neun. Okay, zurück zu Tyrs Tempel und dann nach Jütenheim. Und dann müssten wir da... Jetzt frage ich mich... Wir haben ja quasi den Hauptwidersacher in der letzten Folge umgebracht. Gut, Freya ist jetzt ein bisschen stinkig auf uns. Seine beiden Brüder sind auch tot. Naja, vielleicht noch Thor und Odin, mit denen wir uns anlegen könnten. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Nähern wir uns dem Ende oder ist das nur ein weiteres Zwischenspiel hier? Werden wir sehen. Auf jeden Fall ein sehr epischer Kampf, muss ich sagen. Er war nicht übermäßig knapp, also nicht übermäßig schwer. Er war ein paar Mal knapp, aber nicht schwer. Wir haben es ja hingekriegt beim ersten Mal. Aber er war doch nicht so ganz einfach. Wir mussten ganz schön auf ihm rumprügeln. Wollen wir uns nochmal hier was verbessern können? Ich glaube nicht. Was hat euch so durcheinander gebracht? Nöscht, wir haben uns nur eine epische Prügelei geliefert. Ist alles gut. Nee, ich glaube, wir können nichts. Verstehe. Wolltest mir nur mal tief in die Augen sehen. Richtig. Ich stehe auf kleine Zwerge. So. Es geht los. Unglaublich, wir werden die Riesen sehen. Also, sofern alles nach Plan verläuft. So. Wozu stelle Jittenheim ein und dann geht's los. Jittenheim. Wir müssen doch jetzt nur noch auf die Asche verstreuen, oder? Habe ich das falsch verstanden? Warte mal, wie ging das? So, Muspelheim, Nilfheim. Es ist bestimmt wieder die ganze andere Seite. Elheim, Alfheim, Jütenheim. So, jetzt. Junge. Der Kopf. Nimm ihn. Ah ja, jetzt müssen wir das Auge benutzen. Klar. Hab ihn. Das ist kein Kopf, das ist das Arschgesicht. Explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit. Oh, das ist unangenehm. Aua, das muss aber zecken. Jetzt, Junge. Mit meinen Augen auch, ja. Da. Wir sind fast da. Und? Worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Ich steuere gerade nicht selber, das macht er alles automatisch. Auch ein Wort, bevor wir fortfahren. Oh, das Arschgesicht will was sagen. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön.
Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Bereit? Komm. Schade, keiner mehr, der uns die Huckel zuquatscht. Naja, wir haben das Kind noch. Was hat er mit dem Kopf vor? Ach, wir wollen das gar nicht wissen. Na, ich bin mal gespannt. Wir sind ja eigentlich nur hier, um Mama zu verstreuen, ne? Oder? Würde ich sagen. So, hier ist der Eldenbaum. Wenn ich durch das Portal gehe, muss ich gegen die Eldenbestie kämpfen. Oder so ähnlich. Ich sehe nichts. Ah. Schau! Die Finger des Riesen! Vor uns ist der höchste Gipfel! Da vorne! Geschafft! Weißt du, warum hat sie nicht einfach gesagt, vergrab mich hinterm Haus? Nein, sie hat gesagt, vergrabe mich auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Hätte sie das mit dem Haus gesagt, das wäre wesentlich einfacher gewesen. Aber na gut. Dann halt so. Wir haben ja nur ein paar Götter, Riesen, Drachen und so weiter umgebracht. Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Jetzt hat er seine Handschuhe ausgezogen. Junge. Seine Armschuhe. So, da hinten der Gipfel, ne? Okay. Junge. Nichts, dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Okay, ich kann keine Waffen ziehen, also ich nehme mal an, wir sind hier in Sicherheit. Hallo, ist jemand hier? Oh. Warum kann ich den ins Visier nehmen? Ach nee, kann ich nicht. Alles gut. Wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Was ist das? Odin und Thor. Sie ruinieren alles für jeden. Ich muss erstmal damit klarkommen, dass Odin und Thor die Bösen sind. Ich habe so viel Avengers gesehen in der letzten Zeit. Immer wenn der Thor sagt, dann hab ich den Blondschopf vor Augen mit seinem Hämmerchen. Wer ist der Wächter? Ich müsste sie fühlen, aber ich tu's nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Er übernimmt wieder die Kontrolle. Ich kann nichts machen. Warte! Warte! Hier passiert was! Irgendwie ägyptisch aus. Ja, oder auch nicht. Deine Axt. Und Mutter. Da.
Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Das sind wir. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg, der Steinmetz, diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Wer denn noch? Mutter? Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Und ein Gott. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal, was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm, wir sind dem Ende schon so nah. Okay, Mutter war keine Sterbliche, sondern eine Riesin. Ja, sind wir. Was sehen wir da? Da war was zu sehen, ne? Hier unter der... Okay, das wird sich aber nicht abreißen lassen. Ich weiß nicht, was ich da gesehen habe. Na gut. Boah, das nimmt ja Wendungen hier. Das ist ja spannend ohne Ende. Sieh nur. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt. Und heimgeführt. Naja, beschützt. Sagen wir mal so. Sie hat gesagt, wir sollen hierher kommen, also wusste sie, dass wir hierher kommen. Macht Sinn. Aber wozu? So, ich würde sagen, höher wird's nicht mehr. Aber das da hinten sieht höher aus. Nein. Wir tun es gemeinsam. So. Thank you.
Leb wohl, Fay. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts für uns. Komm. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Die Riesen nannten mich Loki? Ach. Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Wie geil ist das denn? Was für eine Wendung, oder? Stimmt das mit der Mythologie überein? Loki war doch halb Riese, oder? Zumindest in den Marvel-Dingern. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich aber baff. Jetzt ergibt wohl alles einen Sinn, wieso wir sie herbringen sollten, zu ihrem Volk. Aber wusste sie, dass es hier so aussieht? Wollte sie, dass wir das hier sehen? Nein, wollte es sie, ist dass zu wir Ende. Das weitererzählen? Nein. Oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh. Wieso habt ihr mich Atreus genannt? Ganz sicher nicht nach einem Gott. Nein. Er war ein Soldat. Ein Spartaner. Ein großer Krieger? Alle Spartaner sind große Krieger. Wir trainieren von Geburt an. Unser Leben bestand aus Disziplin, Pflicht, Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu unseren Gunsten. Ich trug ihn auf seinem Schild nach Hause und begrub ihn, wie in Sparta üblich, mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. Wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Ymir hat's verpasst. Das erste Mal im Spiel. Und vermutlich das letzte Mal. Ja, was soll ich sagen? Am Anfang habe ich mich ja gefragt... Ich verstehe, wenn du nach Hause willst. Aber ich wette, da draußen sind noch ein paar Valkyrien, die wir befreien können. Oder jemand anders, der Hilfe braucht. Vielleicht hat uns Mutter auch hierher geschickt, um anderen zu helfen. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Und was würde Loki tun? Komischer Name. Gut, dass wir deinen genommen haben. Ja, ich habe mich gefragt, ist denn das wirklich, wie von den Kritikern gesagt, eins der coolsten, storymäßig eins der coolsten Spiele, die... Jetzt klingelt es auch noch, die seit langem rausgekommen sind. Ich muss sagen, ich glaube ja. Wow. Und schon geht's weiter. Ich war ganz kurz an der Tür. Ich habe die Nase voll vom Liebreiz der Zwerge. Was war denn, Mimir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wäre es denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Weiter erkunden, erledigen Sie Zwergengefallen, befreien Sie die Drachen, reisen Sie nach Muspelheim und Niflheim, finden Sie im Laden neue Gegenstände, um mächtige Ausrüstung zu erhalten und alle legendären restlichen Valkyrien zu besiegen. Ja, das war die Hauptstory, wie gesagt, von God of War und ich muss sagen, am Anfang, wie gesagt, ich habe mir sagen lassen, es wäre eins der coolsten Spiele storymäßig und so und ich muss sagen, es hat mich nicht enttäuscht. Es war wirklich eine grandiose Reise. Also die Story
hat an allen Ecken und Enden neue Wendungen genommen. Es gab Kämpfe, die waren epischer als episch. Riesige Prügeleien mit Ole Baldur, am Ende ist er draufgegangen, mit Riesen, mit Drachen, mit allem drum und dran, was wir so gesehen haben. Also wirklich selten, dass mich ein Spiel von vorne bis hinten so durchgezogen hat, also so mitgenommen hat. Fand ich richtig cool. Ich werde jetzt nicht hier noch die ganzen Open-World-Geschichten machen und abhaken. Ich denke mal, das würde der Story einfach nur schaden, wenn wir das jetzt noch über den Haufen rennen. Ehrlich gesagt möchte ich es mit der Story hier auch bewenden lassen. Die hat mir ganz gut gefallen, die hat mir super gefallen. Und die möchte ich jetzt nicht kaputt machen, indem ich jetzt noch 5 Stunden hinter irgendwelchen Drachen oder Walküren herrenne. Ich würde sagen, damit kann man das ausklingen lassen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Und ja, wir sehen uns garantiert beim nächsten LP wieder. Keine Ahnung, was es sein wird. Schauen wir mal. Ich würde sagen, bis dann denn, euer Mr. Fleck. So, jetzt haben wir die Walküren auch noch enthüllt. Na klar, können wir die auch noch angucken. Neues Spiel Plus. Ja, das könnten wir auch noch machen. Brauchen wir aber alles nicht. Ich würde sagen, bis dann denn, euer Mr. Fleck.